Wenn du dich hier gewundert hast, ob ich hier in meinem Studio auch eigene Musik mache und selber Songs schreibe und produziere, dann ist die Antwort ja. Und heute möchte ich dir mal zeigen, was das für Musik ist. Und das zeige ich nicht alleine, sondern ich habe auch Dan, aka The Englishman Cologne, zu Gast heute. Hallo. Dan und ich spielen zusammen in der Band The Miss Sophies. Und diesen Freitag, 18. August 2023, wenn du das jetzt guckst und nicht in der Zukunft irgendwann, kommt dieser Song raus. Link ist natürlich unten drin, kannst du dir anhören. Und wir wollen heute ein bisschen über diesen Song reden, wie der entstanden ist, wie wir den produziert haben und wie es so unser Songwriting-Prozess ist. Dan, schön, dass du da bist. Hallo, welcome, Dankeschön. Der Song, um den es geht, heißt Given Half a Chance. Vielleicht übergebe ich mal direkt an dich und du erzählst ein bisschen, um was es in dem Song geht und dann hören wir direkt rein. Ja, erstmal entschuldige mich für meine deutsche Akzent, meine englische Akzent hier und alles. Ich bin Engländer. Ich schreibe alle Sachen auf Englisch. Aber heute muss ich auf Deutsch reden, hatte Moritz gesagt. Das finde ich lustig. So, wir haben dieses Lied, dieses schöne Lied entwickelt. Und was spannend war, ich war im Garten, ich habe ein bisschen was gearbeitet im Garten, hatte Kopfhörer ein und dann auf einmal hatte ich diese Idee, dass, als ob ich aus dem Luft kam eigentlich, ganz ehrlich. Auf einmal 20 Minuten Texte fertig, quasi, ne, 80% fertig. Und dann das war's. Und dann, ich glaube, 2 Tage später oder irgendwie, hast du dann bei mir gemeldet und meinte: Oh, ich habe eine Idee für ein Lied. Einfach so, hör mal einfach zu, gucken, was du denkst. Ne? Können wir nächste Woche wieder besprechen, wenn wir zusammentreffen. Und das war's, ne? In dem Moment. Und dann, wir haben uns dann eine Woche danach getroffen. Und ich hatte gleichzeitig noch andere Ideen von anderen Lied. Und dann, er hat das einmal hier in der Studio gespielt mit der Akustikgitarre. Und dann. Ja, dann, ich habe versucht, ein anderes Lied dazu zu passen, gucken, ob das klappt. War Katastrophe irgendwie. Und dann habe ich gedacht, oh, ich habe was anderes geschrieben, Moment. Und das hat 1:1 gepasst, als ob wir das geplant War haben. so, oh, passt, super. Also, wow, ja. Genau, und der Hintergrund war eigentlich, also ich habe das total oft, dass ich abends zu Hause sitze und irgendwie, wenn ich Langeweile habe, auf der Gitarre rumklimper, so bis irgendwas mache ich einfach nur so zum Entspannen. Und manchmal entsteht was dabei, was ich irgendwie selber spannend finde. Und in dem Moment, also ganz oft passiert gar nichts damit, in dem Moment habe ich auf Aufnahme gedrückt und habe das mit in so einer kleinen App auf meinem Handy aufgenommen und dachte dann, bevor das jetzt irgendwie in den Untiefen meines iPhones verschwindet, schicke ich es einfach an Dan, dann ist der Druck bei ihm, was zu machen. Und ich Und hatte ich habe schon es im was gemacht, Kopf. glaube ich. Und das ist ungewöhnlich. Genau. Und Ja. damit es jetzt nicht zu theoretisch wird, hören wir einfach mal rein. Wir haben tatsächlich noch diese Originalaufnahme gefunden. Das ist dieses kleine Schnipsel hier. Ist wie gesagt zu Hause am Küchentisch aufgenommen, klingt entsprechend und zwar genau so. Genau. Werdet auch sehen, dieses Element, dieses Voicing von der Gitarre ist auch weiterhin im Originalsong noch drin. Der Rhythmus hat sich ein bisschen geändert, ist, glaube ich, noch ein bisschen langsamer geworden. Wir zeigen euch mal einen kleinen Ausschnitt, so 20, 30 Sekunden, damit ihr ein Gefühl bekommt, was dann aus dieser Idee geworden ist. Und dann analysieren wir ein bisschen die Session noch und vielleicht kannst du später noch ein bisschen was zum Text dann auch Ja, gerne, erzählen. gerne. If I'd only got the chance, I would have made you feel so proud. I'd have traveled around the world, I would have shouted out so loud. So, das ist ein kleiner Ausschnitt aus Given Half a Chance, kommt wie gesagt am Freitag raus. Und jetzt gucken wir mal, was wir da alles in der Session an Elementen haben. Was du vielleicht rausgehört hast, ist diese Akustikgitarre. Das ist genau das gleiche wie die ursprüngliche Idee. Zumindest vom Voicing her, es ist ein bisschen langsamer hier und der Rhythmus hat sich noch ein bisschen geändert und das klang dann nach der Aufnahme so. Klingt alleine sehr dünn, weil ich da viele Bässe rausgenommen habe und Höhen reingedreht habe, damit es sich durchsetzt und im Gesamtkontext funktioniert. Wir haben das, bevor wir es der Band gezeigt haben,
Also wir haben noch einen Schlagzeuger und einen Bassisten. Bevor wir es denen gezeigt haben, habe ich hier so ein ganz kleines Demo gebastelt. Und ich weiß, dass ich die Idee für einen Drum-Groove hatte, wo der so auf dem Standtrom so eine 16-Figur spielt. Und hatte dann etwas schnell programmiert. Und unser Drummer, der Harro, hat es dann übernommen und es klang dann so. Das ist der Drum Groove. Ich mache nochmal die Gitarre an. Wo haben wir sie denn? Hier. Und dann kam natürlich irgendwann der Bass noch dazu im Proberaum. Und dann ist das Backing, was wir dann im Proberaum hatten und mit dem wir noch auf die Bühne sind oder mit dem auch die Aufnahmesession begonnen haben, klang dann ohne Gesang noch so. Mit Gesang wäre das Ganze dann so gewesen. I'd only got the chance, I would have made you feel so proud. I'd have traveled around the world. Das wäre okay so, aber im Studio passieren ja dann immer noch ganz viele andere Dinge. Man hat Ideen, diese furchtbaren Ideen, die ständig aufkommen. Und da kann man es zwei, drei noch kurz anhören. Zum einen gab es relativ schnell, ich glaube auch in der Demophase, noch so eine zweite Akustikgitarre, die sowas macht. Einfach dieses Strumming-Pattern noch so ein bisschen auffüllt und variiert und ja, einfach noch ein bisschen mehr Variation reinbringt in das Ganze. Auch schön fand ich in der zweiten Strophe, haben wir zwei Kleinigkeiten geändert. Zum einen wird da die Stimme nochmal gedoppelt mit so einem Flüster-Sound, der so ein bisschen spooky klingt, der klingt alleine so. You tried your best to tell the world you'd seen the darkest side. In einem Kontext hört man das ganz leise dann mit. Sehr leise und wir haben auch bewusst, glaube ich, darauf geachtet, dass es gar nicht synchron ist mit der Hauptstimme, sondern dass es so ein bisschen mal rechts, mal links, mal ein bisschen zu früh, ein bisschen zu spät ist. Mindestens das sagen wir jetzt. Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, eine andere Sache, was auch immer gut funktioniert, ist hier noch so sowas hier, so ein Schellenkranz. Ist zum Beispiel ein Element, was in der ersten Strophe nicht da ist, in der zweiten ist es da, dadurch geben sich so kleine Variationen. Und ein Schellenkranz spielen, das kriegt wirklich, glaube ich, jeder hin, wenn es so einfach ist. Sogar unser Schlagzeuger hat es geschafft. Und ich mag ja diese Ach, diese das musst Slide-Gitarre. du einbauen. Ja, okay, das kann man auch noch Das kurz ist der, zeigen. das macht der Unterschied. Ich zeig das mal. Ja, ganz vorne am Intro kann man das echt ganz gut hören. So, sag nochmal, jetzt kann man es hören. Sorry, sorry. Jetzt. Dann waren wir plötzlich Wild West. Genau, da klingt es plötzlich so nach Western und man könnte denken, das ist so eine Cowboy-Geschichte, eine Western-Geschichte, weil die Musik einer so ein bisschen hinführt und ein bisschen austrickst, aber darum geht es gar nicht. Es geht nicht um den Wilden Westen in dem Song, in den Lyrics. Nee. Oh, jetzt. Okay. Also das geht um Kinder, die leider nicht deren Leben können und Träume erfüllen können, weil das Leben wird einfach von denen weggenommen. So ist eine schöne Art, das zu sagen. Okay. Irgendwie. Ich habe meinen Job in einer Werbeagentur. Ich mache mit der Stop Abuse Campaign irgendwelche Arbeit. Die sitzen in New York und es gab eine Geschichte, wo eine kleine 28-jährige Mädchen wurde von ihrer Pappe quasi ermordet. Und das ist eine sehr natürlich dunklere, traurige Geschichte. Und ich habe gedacht, wie kann man diese Geschichte erzählen für alle Kinder irgendwie, die nicht mehr da sind, deswegen, ohne dass das zu depressiv klingt irgendwie. Und dann habe ich einfach festgestellt, das kommt dann von der Perspektive von diesem Kind. Der singt an der Mama oder Papa oder egal wem, um zu sagen,
hätte ich einfach die Chance gehabt, ich hätte das und das gerne gemacht, aber bitte nicht vergessen, ich liebe dich immer noch, okay, auch wenn ich nicht da bin. Und so ist das im Endeffekt. Ja. Und jetzt gebe ich ein bisschen so rüber. Aber das ist die Geschichte dahinter. Ja, das ist die Geschichte in diesem Song, das gehört auch dazu, auch wenn es jetzt keine Happy-End-Geschichte ist oder keine gute Laune-Story. Ich finde trotzdem, ohne uns jetzt selbst loben zu wollen, ist ein schöner Song geworden, der diese Geschichte, glaube ich, ganz gut umsetzt. Und uns würde es freuen, wenn ihr dann auscheckt. Link zu Spotify und Co. haben wir unten reingepackt. Und, ich finde, wenn es eine Aufmerksamkeit schaffen könnte, damit in der Zukunft weniger Kinder sowas erleben, das wäre natürlich der Traum. Ja. Okay, oder? Ja, das wäre schön. Euch vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Woche. Bis dann. Ciao. Tschüss.